Hi, der Tobi wieder hier bei der Handwerkskochshow. Jetzt, wo es auf die kalte Jahreszeit zugeht, einfach mal ein bisschen was fürs Immunsystem. Ingwer. Wir machen heute nämlich eine Karotten-Ingwer-Suppe, die nicht nur lecker sein wird, sondern auch für das Immunsystem für die kalte Jahreszeit vorbeugen wird. So, für die Suppe fangen wir natürlich erstmal an, die Karotte zu schälen. Hier ist natürlich auch am Ende wichtig, dass wir oben den Teil wegschneiden. Der ist nämlich holzig und bitter. Nebenbei, wo wir dann die Karotte schälen, können wir den Topf schon mal auf niedriger Temperatur bringen, dass wir da gleich einfach ein bisschen zügiger agieren können. So ein grobes Rezept ist eigentlich immer, wie ich das mit Ingwer und Karotte handhabe, ist, dass ich so für zwei Personen auf 6 Karotten gehe. Ich denke mal, das ist jetzt so am Ende ein Gewicht auch von 500 Gramm, wenn das Ganze geschält ist. Dazu Ingwer, da kann man dann natürlich immer ein bisschen variieren. Die einen mögen es ein bisschen schärfer, die anderen wollen nur die dezente Note. Ich würde da jetzt vom Gewicht her einfach bei 50 Gramm Ingwer landen. Wichtig was natürlich, oder als Tipp auch immer, ist, wenn man anfängt, sich erstmal alle Produkte, die man für die Suppe braucht, schon mal vorschneidet, weil dann spart man da natürlich ein bisschen Zeit und wir haben den Vorteil, dass zum Beispiel die Karotte nicht anbraten kann oder sogar verbrennen kann. Wir haben das gleiche mit Ingwer, weil wenn der zu viel Hitze bekommt, dann hat er natürlich auch immer mehr Bitterton. Dementsprechend wirklich von Anfang an einmal alles, was man braucht, schon mal vorschneiden und vorbereiten. Da wir die Suppe ja auch am Ende noch pürieren werden, muss man da jetzt auch gar nicht so fein mit allen Produkten umgehen bzw. schneiden. Man kann jetzt einfach wirklich hier oben, wie gerade schon gesagt, weil das ist immer holzig und bitter, dass man da wirklich einfach nur das Ganze grob runterschneidet. Und in der Zwischenzeit sollte der Topf eigentlich auch schon eine gewisse Hitze haben, dass man da einfach ein bisschen Pflanzenöl mit dazu gibt. Und kann dann die Karotte, wenn man sich die ersten zwei, drei schon mal geschnitten hat, auch wirklich schon in den Topf geben. Und wichtig ist, dass wir mit einer kleinen Hitze anfangen, dass wir nämlich ein bisschen die Süße von der Karotte rauskitzeln. Wichtig bei Suppen ist natürlich auch immer, dass man die Reihenfolge ein bisschen beachtet von den Produkten, die man dazu gibt. Weil wir haben ja verschiedene Garstufen. Also sprich, eine Karotte braucht ja viel länger als jetzt eine Schalotte. Dementsprechend wirklich mit der Karotte anfangen und den Ingwer auch relativ spät erst dazugeben beim Anschwitzen. Weil, wie gerade gesagt, haben wir das Problem mit der Bitternote. Wichtig auch, wenn man den Ansatz für die Suppe macht, dass man mit den Gewürzen, also Salz und Zucker benutze ich dafür am Anfang immer, dass man da wirklich das direkt am Anfang dazu gibt, dass wir dann einmal den Punkt haben, Salz, Zucker entzieht ein bisschen Feuchtigkeit und wir haben dann sozusagen einen leichten Karottensaft selber mit dabei und dann wirklich schon, wenn die Schalotte mit dazu kam, eine Prise Zucker mit dazu und die gleiche Menge auch am Salz. Und dann lassen wir das Ganze erstmal so ein bisschen anbraten, auskaramellisieren. Wir haben dann natürlich den Vorteil durch den Zucker, weil eine Karotte ist ja doch schon sehr süß, dass man dann wirklich auch nochmal die Süße von der Karotte ein bisschen rauskitzelt, was natürlich auch immer ein schöner Kontrastpunkt ist zu der Schärfe vom Ingwer. Dann geben wir jetzt den Ingwer mit dazu. Schwenken das Ganze immer wieder durch, dass wir da nicht irgendwie leichte Röstaromen mit dazu bekommen, sondern eher wirklich nur die Poren öffnen, dass wir dadurch die Aromatik bekommen. Dann finde ich immer ganz schön, gerade Ingwer, Karotte funktioniert auch immer schön mit Orange. Dementsprechend wirklich eine Orange nehmen, die nochmal halbieren und dann wirklich den Saft
dass wir dann diese leichte Frische vom Ingwer unterstützen und natürlich auch eine leichte Fruchtnote von der Orange dazu bekommen. So, wenn man dadurch dann jetzt ein bisschen die ganze Karotte und alles schon mal angedünstet hat, dass die Poren geöffnet sind, dass die Aromatik austritt und dass wir da wirklich den Punkt haben, dass durch den eigenen Saft schon mal so ein bisschen köchelt, dann wird da gleich nur noch ein bisschen Milch drauf gegeben, die Hitze wird runtergedreht und dann kochen wir das Ganze ganz langsam entspannt gar. Vorsicht ist natürlich auch immer geboten bei dem Verhältnis von Säure mit fettigen Produkten. Kann natürlich immer ausflocken, aber bei der kleinen Menge, die wir jetzt von dem Orangensaft mit dazugegeben haben und der jetzt natürlich auch schon ein bisschen einköchelt, haben wir da gleich nicht das Problem, dass die Milch uns ausflockt. Ich habe jetzt so knappe 800 Milliliter von der Milch dazugegeben, um das Ganze zu kochen. Man kann natürlich immer wieder variieren. Man könnte mehr Milch oder mehr Flüssigkeit am Ende dazugeben. Je nachdem ist halt die Textur von der Suppe, ob die sehr sämig ist oder ob sie ein bisschen leichter ist. Dementsprechend erst mit 800 anfangen und dann kann man immer noch agieren am Ende nach dem Pürieren. Mehr Flüssigkeit dazugeben oder auch so es belassen, wie es ist. So, jetzt wo wir die Karotten gar gekocht haben, ist eigentlich nur noch der einzige Punkt, dass wir sie fein mixen. Da gibt es natürlich auch immer die zwei Varianten. Die einen möchten sie super glatt und samt haben. Die anderen sagen, ach ja, wenn so ein bisschen Stückchen mit da drin sind, ist es auch nicht verkehrt. Für mich ist es immer ein bisschen schöner, wenn es komplett glatt ist. Dementsprechend ist es dann jetzt wirklich nur noch die Suppe bzw. den Ansatz der Suppe in einen Mixer packen, um nur mal sicher zu gehen, dass wir dann wirklich auch keine Stücke mehr mit dabei haben, sondern die wirklich glatt haben, benutze ich immer noch ein relativ feines Sieb, gieße dann die Suppe da durch und damit das alles immer ein bisschen zügiger geht, kann man da wirklich dann mit einer kleinen Kelle das noch weiter durchdrücken und dann, wenn das Ganze abpassiert wurde, nochmal mit einem Schneebesen nochmal verrühren, das Ganze dann nochmal aufstellen, damit man die gewünschte Hitze natürlich auch hat. Gerade bei den kalten Jahreszeiten ist es natürlich angenehmer, wenn die Suppe dann auch richtig schön heiß ist. Und dann kann man das Ganze eigentlich auch schon servieren. Bei der Suppe ist natürlich dann auch immer der Punkt, wo man sagen kann, man kann das natürlich auch immer noch mit Fleisch, Fisch oder anderen Sachen verfeinern. Aber für uns geht es jetzt erstmal darum, dass wir eine schöne Karotten-Ingwer-Suppe haben. So, das ist dann auch die fertige Karotten-Ingwer-Suppe. Ich hoffe, Video hat euch gefallen. Rezept findet ihr unten. Danke fürs Zuschauen, lasst gerne ein Like da. Und wenn ihr mal wollt oder ihr einfach mal Ideen habt, was ich kochen soll, schreibt es einfach unten drunter. Und dann sage ich vielen Dank und bis zum nächsten Mal.